Ja, und wir bleiben im Wald und da lässt sich jemand blicken, den kennen wir schon allzu gut. Und der macht auch mal Probleme. Hier sehen Sie sozusagen mit seinem Hinterteil in die Kamera. Ja, das ist eine Wildtierfalle, die hat diesen Beweis jetzt geliefert. Der Problembär in Bayern, der ist zurück. Er ist wieder da, der Bär. Zurück in Bayern, diesmal in Bad Tölz. Wieder streift ein Bär durch die bayerischen Wälder. Verbreitet Angst und Schrecken bei Mensch und Tier. Am Wochenende tappt der Braunbär durch diese Fotofalle, gibt sich zu erkennen. Schon im Mai Bärenalarm, pünktlich zum G7-Gipfel, dem Treffen der mächtigsten Regierungschefs der Welt, schleicht ein Bär durch die Wälder Elmaus, kommt den mächtigsten Männern der Welt ganz nah und lässt Bauern verzweifeln. Schafzüchter Christian Neuner entsetzt. Es ist ungewöhnlich, dass ein Bär so viele in seiner Art und Weise tötet. Also, wir waren alle ein bisschen erschrocken, entsetzt sogar, dass wenn wir die Bilder gesehen haben, also einen Tierfreund tut ihnen das Herz weh, wenn man sowas sieht. Ist der G7-Bär nun zurück? Handelt es sich gar um einen weiteren Bären? Noch ungewiss. Erst wenn Kot oder Haare des Tieres gefunden werden, können diese brisanten Fragen geklärt werden. Allerdings, die erneute Bärensichtung weckt Erinnerungen an 2006, als ganz Deutschland über den Problembären von Bayern diskutiert. Dann haben wir ein Normalverhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht 1 bis 2 Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Normalsichtverhalten Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Da gibt es nur die Lösung, ihn zu beseitigen, weil einfach die Gefahr so groß ist. Und jetzt der Braunbär von Bad Tölz. Endet es ähnlich dramatisch wie 2006, als Problembär Bruno abgeschossen wird? Oder kommt das Tier mit heiler Haut davon und verschwindet schnell wieder von der Bildfläche? Darüber sprechen wir mit unserem Bildreporter Jörg Völkerling jetzt, der schon vor dem G7-Gipfel ja quasi auf der Jagd war, auf der Suche war nach diesem Problembären. Jetzt kann man hier im Studio sitzen und sagen, ist ja eine lustige Geschichte, aber das ist schon ein Problem für die Menschen dort in Bad Tölz im Moment. Ja, in der Tat, die sehen das Ganze gar nicht locker und die sehen das auch nicht so wie der Bund Naturschutz, der meint, man müsse den Bären willkommen heißen in Bayern. Für die Almbauern ist das ein fast existenzielles Problem. Wir waren ja Ende Mai mit dem Bergbauern Christian Neuner unterwegs, der auch schon 2006 betroffen war vom Problembär Bruno und der uns einfach erzählte, dass dieser Bär vor Elektrozäunen nicht Halt macht, vor Schluchten, die er hochklettert, nicht Halt macht. Also alle Schutzkonzepte funktionieren nicht. Und was das Brisante ist, es gab jetzt auch offenbar die erste Begegnung von einem Menschen mit diesem Bären, eine Frau bei Mittenwald am Lautersee, also exakt diesen See, diesen Campingplatz, den wir gerade in dem Beitrag gesehen haben, ist dem Bär jetzt zum ersten Mal mit ihrem Hund begegnet. Sie hatten Augenkontakt, Sichtkontakt, sie war wie paralysiert, hat sie gesagt, konnte sich nicht bewegen. Der Bär hat sich dann von selber durchs Unterholz davongeschlichen. Und es wird also wirklich von Tag zu Tag brennender, dass die Leute sich auch vertraut machen mit den Verhaltensregeln, die das Landesamt für Umwelt in Bayern erlassen hat. Wenn man einen Bären sieht, leise reden, auf sich aufmerksam machen, ganz vorsichtig die Arme bewegen. Wenn es zu einem Angriff kommen sollte, dann auf den Boden legen, die Hände in den Nacken, möglicherweise einen Rucksack, der einem Schutz bietet. Ein Bär würde sich im Normalfall im Prinzip nur nähern und schnuppern und dann von einem ablassen. Aber naja, der Normalfall bei einem Bären, der schon so die Scheu verloren hat, in menschliches Gebiet vorzudringen, ich weiß nicht, ob das so wirklich ein Trost ist für die Leute. Wo soll der denn eigentlich wieder hin zurück, dieser Bär? Also jetzt hat man so ein paar Tipps und hofft natürlich, dass dann jetzt nicht noch mehr kommen. Das sind ja eher Einzelgänger, diese Tiere. Aber wohin will man denn mit ihm? Wo soll er hin? Naja, die Frage ist weniger, wo man ihn gerne hätte, sondern wo es den Bären hintreibt. Es sind offenbar männliche Tiere und es ist offenbar auch nicht nur ein einzelner Bär, der in diesem Grenzbereich Karwendel, Wetterstein, jetzt Bad Tölz unterwegs ist. Es sind Bären, die auf Partnersuche sind nach weiblichen Bären und die offenbar aus einer Bärenpopulation im Trentino stammen. Dort gibt es 60 Bären, Tendenz steigend, die alle auch offenbar, so schimpfen auch die Almbauern in Bayern, mit Schafskadavern gefüttert
worden sind und damit erst quasi so richtig scharf gemacht worden sind auf die Beute. Und es gab im Juli eine Sichtung ausgerechnet auf dem Forstweg Bärenbad in Tirol. Und es gab diesen Riss Ende Mai bei Scharnitz auf der Bäralpe. Also man hat fast das Gefühl, der Bär ist da auf historischen Wanderpfaden unterwegs, die auch entsprechend deswegen nach ihm so benannt sind. Also Einhalt gebieten kann man ihm nicht. Man kann es vielleicht mit Markus Söder halten, der am Dienstag jetzt erst auf einer Almwanderung mit seiner Landwirtschaftsministerin unterwegs war und zum Thema Wolf gesagt hat, der gehört hier nicht hin und auch darauf vorbereitet hat, dass man hier über Entnahme nachdenken muss und auch möglicherweise die Voraussetzung schaffen muss, Bären, die sich menschlicher Behausung, Besiedlung annähern, auch schießen können muss. Danke für deine Informationen. Der Problembär in Bayern ist zurück. In und um Bad Tölz, Jörg Völkerling, unser Bildreporter. Danke dir.